Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer spannenden Veranstaltung hier live aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Vor ungefähr 80 Jahren begannen die Nationalsozialisten ihr sogenanntes Euthanasie-Programm, also das Morden von kranken Menschen, von Menschen mit Behinderung. Vor fast genau 80 Jahren fand hier in diesem Gebäude eine Juristenkonferenz statt. Die Elite der deutschen Justiz war hier versammelt, wurde über dieses Programm informiert und tat nichts. Das ist ein spannendes Ereignis in einem Gesamtkontext, der bis heute wichtig ist. Das wird das Thema der nächsten 90 Minuten hier bei uns. Was erwartet Sie also? Viele spannende Informationen zu diesem Thema. Wir werden diskutieren mit Professor Ingo Müller, der den Klassiker Furchtbare Juristen geschrieben hat, mit Professorin Maike Rotzol, einer Medizinhistorikerin. Und wir werden nicht nur über Täter sprechen, sondern auch über Opfergeschichten. Sigrid Falkenstein hat über ihre Tante Anna recherchiert und dabei eine sehr, sehr spannende Familiengeschichte zutage gebracht. Und wir werden wie immer den Bezug zum Hier und Jetzt suchen. Beginnen wir aber mit den Gastgebern dieses Abends. Das ist zum einen die Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, Frau Dr. Andrea Riedle. Herzlich willkommen, dass Sie bei uns sind. Den Applaus denken Sie sich einfach dazu. Das geht heute natürlich nicht. Und der Hausherr im wahrsten Sinne des Wortes, das ist Ralf Wieland, der Präsident des Abgeordnetenhauses hier in Berlin. Herr Wieland, an Sie die erste Frage. Einfach, aber vielleicht auch gar nicht so einfach. Warum so eine Veranstaltung? Warum dieses Thema? Na, einmal von unserem demokratischen Selbstverständnis als Landesparlament haben wir eine Verantwortung auch in der Erinnerungsarbeit, in der Erinnerungskultur. Und wir verstehen uns auch als ein Träger der politischen Bildungsarbeit im Rahmen dieser Erinnerungsarbeit. Gerade im Hinblick auch auf die Zielgruppe jüngerer Menschen. Was ist parlamentarische Demokratie? Wie funktioniert sie? Und woher rühren auch bestimmte Sachen, die man, also wenn man ausländischen Gästen immer erklären will, was ist bei uns so Besonderes? Und dann hat das ja viel damit zu tun, dass es ein Resultat gewesen, dass wir nach der Zeit des Nationalsozialismus vieles eben anders machen wollen. Zum Beispiel den Föderalismus, der diese Tage auch im Fokus der Debatten steht. Das Zweite ist natürlich das Gebäude mit seiner Geschichte. Hier im ehemaligen Preußischen Landtag wurde 1933 eben auch die Demokratie abgeschafft nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Es wurde ja umfunktioniert. In 1934 gründete sich hier der Volksgerichtshof. Hier fanden die ersten Prozesse statt und danach hat Hermann Göring dieses Gebäude missbraucht als Haus der Flieger, wo es eher ein Bankettgebäude war für große Festivitäten. Und eben 1941 den schon von Ihnen angesprochenen Juristenkonferenz, die, glaube ich, von einer besonderen Bedeutung ist, weil sie vielleicht auch viel zu lange nicht so im Mittelpunkt der Erinnerungsarbeit stand über die Zeit des Nationalsozialismus. Da haben andere Sachen eine viel größere Rolle gespielt. Und ich denke mal, dass es gut ist, hier zum 80. Jahrestag daran zu erinnern. Den Punkt würde ich gerne aufnehmen, Frau Dr. Riedle. Die Topographie des Terrors, Sie sind gemeinsame Gastgeber, betreut ja ganz viele Themen. Warum auch gerade jetzt diese Juristenkonferenz mit all den Hintergründen zur Euthanasie und so weiter, die wir alle noch erklären, das schon mal vorweg. Warum ist Ihnen gerade auch dieses Thema wichtig? Ja, also an solche Ereignisse zu erinnern, das ist ja unglaublich wichtig, damit einfach die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät und wir Lehren für die Gegenwart ziehen können. Und das ist in der Zeit des zunehmenden Rechtsradikalismus auch besonders wichtig und auch für unsere historisch-politische Bildungsarbeit. Und dass die Juristen heute im Fokus stehen, finde ich, ist eine tolle Idee, eine Initiative vom Ralf Wieland. Das ist deswegen wichtig, weil das eine weitgehend unbekannte Konferenz ist und man gleichzeitig die Rolle der Juristen im Nationalsozialismus auch dokumentieren kann, die eine wenig rühmliche ist.
Und der Jahrestag ist eine gute Gelegenheit, um über die Konferenz zu informieren, auf sie aufmerksam zu machen, verschiedene Aspekte zu diskutieren und vor allem auch zu zeigen, was denn die Konsequenz für die Opfer und die Angehörigen war. Und bei diesem Thema kooperieren wir sehr gerne mit dem Abgeordnetenhaus, nicht nur, weil wir Nachbarn sind, sondern weil das Thema der Täterschaft und Mittäterschaft für uns im Fokus der Arbeit steht. Und das hängt ganz unmittelbar mit der Geschichte des Geländes zusammen. Weil auf dem Gelände der heutigen Topographie des Terrors wurden die meisten NS-Verbrechen in Deutschland und Europa zentral geplant und gelenkt. Und es geschah durch die NS-Terrorinstitutionen, die dort ansässig waren, vor allem das Geheime Staatspolizeiamt, die Reichsführung SS, der Sicherheitsdienst SD und ab 1939 das Reichssicherheitshauptamt. Also wir verstehen uns sozusagen als einen Ort der Täter. Und um Täterschaft, um eine kritische Auseinandersetzung mit Täterschaft soll es ja auch heute gehen. Und deswegen passt das sehr gut zu uns. Sie haben die Juristen angesprochen, Herr Wieland, es geht auch um Mediziner. Es ist ein Gesamtkomplex. Es gibt viele verschiedene schreckliche Komplexe innerhalb des, der NS-Geschichte. Warum ist dieser Teil der sogenannten Euthanasie, wir kommen nachher auch noch zu dem Begriff, nochmal wert, auch besonders hervorgehoben zu werden aus Ihrer Sicht? Weil er viel zu lange in der Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 nicht den Platz bekam, den er haben sollte. Es ist ja lange Zeit total ausgeblendet worden. Also auch in den 60er Jahren, Auschwitz-Prozess, also vieles, wo dann aufgearbeitet wurde, war das ein Aspekt, der viel zu wenig, wie ich finde, im Mittelpunkt stand. Vor einigen Jahren begann dann die Debatte, auch diesen Bereich sich anzuschauen, daran zu erinnern. Wir haben das Denkmal der Tiergartenstraße 4. Da gibt es aber keinen authentischen Ort mehr, kein Gebäude. Und den haben wir hier. Und diese Konferenz, dieser Kongress, der hat ja auch nie so eine ganz große Rolle gespielt in der Erinnerungsarbeit. Und ich glaube, weil es wäre ja nicht umsetzbar gewesen, wenn nicht so viele dabei mitgemacht hätten. Und einen Blick auf die Mediziner zu werfen, einen Blick auf die Juristen zu werfen, die das sozusagen mit Einweisungen, mit Verfügungen überhaupt ermöglicht haben, lohnt sich deshalb, weil die Opfer haben es verdient, auch ihr Schicksal sichtbarer zu machen, den Schicksalen einen Namen zu geben, Bilder zu geben, so wie wir das in vielen anderen Bereichen auch gemacht haben. Und es bietet sich auch an, weil es ja da um ganz wichtige ethische Fragen geht, auch den Bogenschlag zu machen zur Gegenwart, wo wir immer wieder über wichtige ethische Fragen diskutieren müssen, politische Entscheidungen treffen müssen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man sich auch in der Politik, in der Gesellschaft ein Stück daran erinnert, was war da in der Vergangenheit und was sind eigentlich heute unsere anderen Grundlagen, um sowas, was damals hier in diesem Kongress der Juristen sozusagen durchgestellt wurde. Sowas darf nie wieder passieren in unserem Land. Es fiel eben noch, vielleicht als letzter Punkt in unserem Einstiegsgespräch, Frau Dr. Riele, Haus der Flieger, also dieser Ort. Göring ist da ein Name, der in diesem ganzen Viertel hier in der Mitte Berlins eine wichtige Rolle gespielt hat. So noch als Grundlage quasi für alles. Nehmen Sie uns noch mal ein bisschen mit, wie dominant war die Rolle auch schon von den Örtlichkeiten her? Ja, für die Entwicklung des hiesigen Stadtviertels spielte Hermann Göring tatsächlich eine große Rolle. Da spielte sicherlich eine zentrale Rolle, dass das Regierungsviertel in der Wilhelmstraße sich direkt um die Ecke befand. Und da war es für Hermann Göring naheliegend, direkt in dieser Nähe auch sein Machtimperium aufzubauen. Und das fing an nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Hermann Göring war kommissarischer preußischer Innenminister, dann preußischer Ministerpräsident und war in diesen Funktionen zuständig auch für die preußische Polizei.
und er gründete das preußische Geheime Staatspolizeiamt, das ja zur Verfolgung der anfangs vor allem politischen Gegner eine wichtige Rolle einnahm. Und als Sitz wählte er die Prinz-Albrecht-Straße 8, also hier schräg gegenüber, eine ehemalige Kunstgewerbeschule, die einfach damals auch zur Verfügung stand. Den Machtkampf dann um eine zentralisierte deutsche Polizei verlor er dann an den Reichsführer SS Heinrich Himmler, der dann für die weitere Okkupation der Gebäude in der Prinz-Albrecht-Straße und Wilhelmstraße dann verantwortlich war. Anders ist es für diese Seite der Straße. Bei Hermann Göring wurde im Mai 1933 auch zum Reichsminister der Luftfahrt ernannt. Und in dieser Funktion übernahm er auch das preußische Abgeordnetenhaus, baute es zum Haus der Flieger um mit Sitzen für Luftfahrtverbände und Repräsentationszwecke. Dann hat er als Dienst- und Wohnsitz ein preußisches Herrenhaus immer übernommen, direkt in der Nachbarschaft. Ganz entscheidend dann 1935/36 wird hier auch in der Nachbarschaft, nur auf der anderen Seite zur Wilhelmstraße, das Reichsluftfahrtministerium errichtet. Und das war damals das größte Gebäude, der größte Bürokomplex in ganz Berlin mit über 2000 Räumen. Das zeigt zum einen, wie wichtig die Luftfahrt damals genommen worden ist. Zum anderen spiegelt es aber auch die Repräsentations- und Prunksucht von Hermann Göring wider. Und auch das Gebäude prägt ja auch heute noch sehr stark das Stadtviertel. Wunderbar für diesen Rahmen. Vielen Dank, Frau Dr. Riedle. Vielen Dank an den Hausherrn, Herrn Wieland. Und meine Damen und Herren, wir wollen jetzt ein bisschen mehr in den Kern des Themas des heutigen Abends einsteigen. Es geht um die Zeit April 1941, eine Konferenz von hochrangigen Juristen hier in diesem Haus. Experte auf diesem Gebiet ist der freie Autor und Kulturwissenschaftler aus Frankfurt, Christoph Schneider. Er hat ein Buch über diese Konferenz und auch über die Aufarbeitung geschrieben. Ihn möchten wir jetzt einfach hören, damit wir die Basis haben, was ist damals passiert, was war besonders spannend und wie ging es weiter, damit wir dann im Anschluss eine Opfergeschichte hören können und über die spannenden Fragen bis ins Hier und Jetzt diskutieren können. Eins nach dem anderen. Christoph Schneider, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das NS-Regime stützte sich nicht allein auf Repression und Terror, sondern auch auf Gesetze. Alle möglichen Repressalien gegen verschiedene Personengruppen wurden verrechtlicht. Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, Heimtückeverordnung, Verordnung gegen Verrat am deutschen Volk etc. pp. Die Liste der politischen Kampfgesetze ist lang, lang auch die Liste der Rassegesetze und antijüdischen Maßnahmen. Das ideologische Programm des NS-Staates wurde in die Rechtsform gegossen, seine politische Agenda mit dem Justizapparat harmonisiert. Gesetzliches Unrecht. Für die Juristen bedeutete das, sie konnten ihre Karrieren als Rechtswahrer fortsetzen, ohne dem Nazistaat in die Quere zu kommen. Die Vorgehensweise war offenkundig für das Funktionieren des aus der Republik übernommenen Beamtenapparats der Justiz dienlich. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für den Fiskus. Wovon die Juristen bald in großer Zahl früher oder später erfuhren, hatte keine gesetzliche Grundlage. Es war auch im Nazistaat illegal. Insassen aus den Heil- und Pflegeanstalten verschwanden. Ab Ende 1939 zunächst in den neuen Reichsgauen, nach und nach im gesamten Reichsgebiet. Es handelte sich um die systematische Ermordung einer Bevölkerungsgruppe im Zuge eines eigens dafür geschaffenen Verfahrens, mit Hilfe einer neu ersonnenen Technik. Der Beginn der genozidalen Politik des Regimes. In jeder der nach und nach geschaffenen insgesamt 6 Tötungsanstalten der sogenannten Aktion T4 gab es auch eine Büroabteilung. Die Abläufe wurden durch eigenständige Sterbefallbeurkundungen verzahnt mit dem allgemeinen Personenstandswesen. Durch die Unterrichtung städtischer Friedhofsverwaltungen mit dem Bestattungswesen. Und man rechnete jeden Fall mit den Kostenträgern ab. Gleichwohl sollte die Ermordung der Anstaltspatienten geheim bleiben. Das gelang nur mäßig. Die autorisierte, aber illegale Mordpraxis kollidierte mit Abläufen, unter anderem im Apparat der Justiz. Vormundschaftsrichter fragten mehr oder weniger naiv nach dem Aufenthaltsort verschwundener geisteskranker Mündel.
Nachlassrichter wurden durch die Häufung von Todesfällen aufmerksam. Vollstreckungsbehörden mussten konstatieren, dass Strafverfahren gegen untergebrachte Delinquenten nicht fortgeführt werden konnten, weil diese verlegt und kurz darauf verstorben waren. Schwierigkeiten entstanden auch bei der Anwendung des Heimtückegesetzes. Äußerungen über die Tötung von Geisteskranken beschädigten das Ansehen der Reichsregierung. Aber sollte der Sachverhalt wirklich gerichtsöffentlich erörtert werden? Im Rahmen der Selektion des Abtransports und des Verschwindens Abertausender von Anstaltspatienten und Patientinnen in einem von Kriegsauswirkungen noch weitgehend verschonten Deutschen Reich kam es also zu Störungen. Die funktionale Beeinträchtigung der Justiz bildete sich auch in den Lageberichten ab, die aus den Bezirken beim Ministerium eingingen. Der berichterstattende Oberlandesgerichtspräsident aus Hamm bemerkte im März 1941, er habe Grund zu der Annahme, ich zitiere, dass nun auch in meinem Bezirk Fälle von Euthanasie vorgekommen sind. Es mehren sich die Gerüchte hiervon und verursachen Erregung. Er bittet um Weisung. Was den Richtern mitgeteilt werden darf, damit sie ihr Verhalten einrichten können. Zitat Ende. Bereits ein Dreivierteljahr zuvor, Ende Juli 1940, wurde Oberstaatsanwalt Holzheuer im Justizministerium in Berlin empfangen. Zurückgekehrt schrieb er an seinen Vorgesetzten Generalstaatsanwalt in Stuttgart, ich zitiere Holzheuer, wenn es sich bestätigen sollte, dass auch Weltkriegsverletzte sowie Privatpatienten, mit denen die Angehörigen bis vor kurzem noch in anhänglichem Verkehr gestanden waren, von der Aktion erfasst worden sind, so befürchte ich schwerwiegende Folgen und eine unhaltbare Lage für die Justizbehörden, wenn nicht baldigst eine klare gesetzliche Regelung erfolgt. Er schloss mit den Worten, ich darf deshalb nochmals um Weisung bitten, wie ich mich gegenüber den bereits vorliegenden und etwaigen weiteren Anzeigen dieser Art zu verhalten habe. Zwei Dinge werden deutlich. Die Spitze der Justiz war gut informiert über den Anstaltsmord und hatte eine klare Vorstellung von den auftretenden Problemen. Und der Justizapparat verlangte nach Orientierung. Die Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße 4, angesiedelt bei der Kanzlei des Führers, organisierte die Taten. Aus ihrer Sicht bestanden zwei Probleme. Zum einen die Unruhe in der Bevölkerung. Sie berücksichtigte man etwa bei der vorgezogenen Schließung der Tötungsanstalt Grafeneck im November 1940. Das zweite, etwas weniger bedeutende Problem bestand darin, dass der Justizapparat nicht in die Maßnahmen eingegliedert werden konnte, weil man von der Verrechtlichung der Tötungen Abstand genommen hatte. 8 Monate nach Beginn der Aktion T4 bekam Justizminister Franz Gürtner, nachdem er beim Chef der Reichskanzlei Lammers vorstellig geworden war, das Ermächtigungsschreiben Hitlers vorgelegt. Sie sehen das hier dokumentiert und handschriftlich hat Gürtner sozusagen quittiert. Er hat vor allen Dingen den Zeitpunkt fixiert, als er dieses Schreiben zu Gesicht bekam, eben erst im August 1940. Nach Gürtners Tod, er starb im Januar 1941, ergab sich mit Franz Schlegelberger, der das Ministerium kommissarisch führte, die Möglichkeit, die Justizverwaltung dennoch einzubinden. Dazu diente die Konferenz am 23. und 24. April 1941. An die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte, in Ergänzung meines Schreibens vom 10. April 1941 übersende ich als Anlage den Plan der Arbeitstagung vom 23. und 24. April 1941 zur gefälligen Kenntnisnahme. Die Tagung findet im Haus der Flieger in Berlin statt, Prinz-Albrecht-Straße 5, 10 Uhr im Saal C. So beginnt das Einladungsschreiben Schlegelbergers. Der große Konferenzsaal im Reichsjustizministerium in der Wilhelmstraße fasste den Teilnehmerkreis nicht, daher fand die Konferenz hier statt. Wir haben von Frau Riedler schon einiges gehört zu den lokalen Besonderheiten. Das Haus der Flieger war 1934-35 Sitz des Volksgerichtshofs. Danach nutzte es der von Hermann Göring gegründete Reichs-Aero-Club für Tagungen und Feste. An diesem 23. April 1941 trat die Spitze der Justiz des Deutschen Reichs zusammen. Die Staatssekretäre, die Oberreichsanwälte,
die Oberlandesgerichtspräsidenten aller Gerichtsbezirke, die Generalstaatsanwälte aller Gerichtsbezirke oder ihre Vertreter im Amt, der Präsident des Reichspatentamts, verschiedene Ministerialräte und Referenten, insgesamt über 100 Personen. Na gut. Das klappt nicht so ganz. Wilhelm Hirte, der seinen Chef, den Generalstaatsanwalt in Braunschweig, vertrat, gab an, die Sitzordnung war hufeisenförmig. Ich saß an einem Tisch an der Innenseite, konnte also verhältnismäßig wenig sehen. Nach einleitenden Worten Schlegelbergers wurde von zwei Vertretern der Tiergartenstraße 4, Viktor Brack und Werner Heide, die seit 16 Monaten laufende Verfahrensweise dargelegt. Die Anwesenden wurden informiert über die Praxis und ihre Modalitäten, über die Selektionskriterien und den technischen Vollzug der Tötungen, über die Verwaltungsvorgänge und die begleitende Informationspolitik. Sodann wurden die Anwesenden aufgefordert, die in ihren jeweiligen Gerichtsbezirken zutage tretenden Vorgänge zukünftig am Geschäftsgang vorbei direkt dem Justizministerium zuzuleiten. Das ist nochmal die Liste der Teilnehmer. Und angekündigt im Programm war die Sache nur als eine für die Justiz besonders wichtige Frage. Man hat es also nicht die Schriftform gegeben, um was es genau geht. Von dieser Zusammenkunft hier im Haus ist ein Protokoll überliefert. Oberlandesgerichtspräsident Bergmann aus Köln schrieb die Erläuterung des dauernden Gesetzesbruchs mit. Ein nicht ganz leicht zu erschließendes Dokument, das zwischen kamuflierender Sprache und nackter Darstellung oszilliert, was mitunter zu widersinnigen Formulierungen führt, etwa diese. Das ist aus dem Protokoll von Bergmann. Über 100 in der sozialen wie in der Bildungshierarchie hochstehende Personen, sagen wir Männer, besiegelten in leiblicher Kopräsenz die Aussetzung des Rechts für diesen bestimmten Sachverhalt, ohne weitere Kodifizierung. Jeder Einzelne verpflichtete sich, am Dienstort demgemäß zu handeln. Ein eigenartiger Vorgang. An die Stelle des erprobten Gesetz-, Verordnungs- und Erlasswesens trat eine Plenarsituation. Kein besonders geeigneter Modus, um Herrschaft zu exekutieren. Plenarsituationen sind störanfällig. Auch war man im NS im Hinblick auf die Entscheidungs- und Organisationsprozesse der genozidalen Verbrechen bemüht, Gesprächskreise klein zu halten. Die Wannsee-Konferenz etwa hatte 15 handverlesene Teilnehmer. Die höchsten Juristen des Landes, überwiegend im Kaiserreich sozialisiert und mit einer soliden Juristenausbildung versehen, im demokratischen Staat zu Amt und Würden gekommen, machten mit. Sie taten, wie verlangt, und instruierten die untergeordneten Dienststellen. Juristen, die sehr gut einschätzen konnten, dass ihnen persönlich nicht mehr drohen würde als die vorzeitige Pensionierung, nickten die Erläuterungen des staatlich organisierten Massenmordes ab. In einer Pressenotiz vom 24. April 1941 wurde die Zusammenkunft publik gemacht. Mit allen Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälten seien unter dem Vorsitz Schlegelbergers eine Reihe aktueller Rechtsfragen diskutiert worden. Oberdienstleister Brack und Professor Heide von der Kanzlei des Führers hätten vorgetragen. In der Zeitschrift Deutsche Justiz vom 2. Mai ist die Passage wortgleich enthalten. Und es funktionierte. Hans Quambusch, seinerzeit Oberstaatsanwalt beim Landgericht Wiesbaden, gab in einer Vernehmung nach dem Krieg an seinen Chef, er gab in einer Vernehmung nach dem Krieg an, sein Chef, der Oberstaatsanwalt, der Generalstaatsanwalt Wackermann, sei nach der Besprechung in Berlin zu ihm gekommen und habe berichtet, ich zitiere Quambusch, dass unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit einer Euthanasie gebilligt werden könne. Zitat Ende. Quambusch erinnerte sich, dass ihm aus Hadamar so einiges bekannt geworden sei. Zum Beispiel von Bauern, die sich beklagten, ich zitiere noch einmal Quambusch, dass der Niederschlag, der bei der Verbrennung von Leichen entstanden war, auf den Früchten des Feldes und an den Bäumen Schaden anrichtete. Er habe sich, wie geheißen, auf den Berichtsweg begeben. Und noch einmal Quambusch, ich leitete kein Ermittlungsverfahren ein, weil mir klar war, dass damit letzten Endes der Reichsregierung der Vorwurf des organisierten Mordes gemacht wurde.
Ein Wort zum historischen Zeitpunkt der Konferenz. Die Ermordung des Stamms der Anstaltspatienten, Patientinnen 1940-41 war auch ein Vorschein des Kommenden. Erstmals wurde das Selektionskriterium jüdisch zur Anwendung gebracht. Mediziner aus diesem Tatzusammenhang bereisten ab April 1941 nicht mehr nur Anstalten, sondern auch Konzentrationslager, um kranke, versehrte, erschöpfte und jüdische Häftlinge für die Gaskammern drei der Tötungsanstalten zu selektieren. Und nach dem Ende der Aktion T4 im August 1941 war es die federführende Organisation des Krankenmords, die Zentraldienststelle in der Tiergartenstraße, die die Lager der Aktion Reinhardt organisierte. Post festum betrachtet kann die Diskreditierung des Justizapparates kaum dramatischer ausfallen. Nicht irgendwelche Einzelnen, sondern das Korps der höchsten Juristen hat einen Teil der Bevölkerung, der aufgrund seiner Wehrlosigkeit darauf angewiesen ist, dass das Recht auf Leben nicht umstandslos entzogen werden kann, preisgegeben. Und nicht im Zuge einer gesetzlichen Bestimmung, sondern im Wege einer gemeinsam getroffenen Verabredung und durch geeignete Handlungen. Das konforme Verhalten im Saal funktioniert in diesem Kontext als Zustimmung. Nicht, weil Schweigen immer Zustimmung bedeutet, sondern weil die Anwesenden den Apparat des Rechts mit all seinen Zuständigkeiten und Amtsgeschäften repräsentierten. Was heißt dies für unser Verständnis von einem Graben zwischen totalitären und demokratischen Regimes? Was bedeutet es, wenn die höchsten Funktionsträger des Rechts geschlossen und man darf sagen, recht problemlos über den Graben hinweg gelangten? Es kann auch nicht davon abgesehen werden, um wen es ging, wessen Leben zur Disposition gestellt wurde. Die Gruppe der nicht konkurrenzfähigen Kranken und Behinderten, der Dysfunktionalen, der Missliebigen, war bereits in den Jahrzehnten zuvor aus dem Kreis der Gleichen herausdefiniert worden. Diese Diskussion war keine nationalsozialistische. Sie erwuchs bereits Anfang des 20. Jahrhunderts im Milieu der Monisten. Und sie wurde auch von Juristen geführt, weil, so schien es damals, die Prozeduralisierung dieses Ausschlusses nach einer rechtlichen Form verlangte. Vor diesem Hintergrund ist es einigermaßen dramatisch, dass im Selbstverständnis der deutschen Justiz die Erschütterungen, die die Vorgänge um die Konferenz auszulösen vermögen, soweit ich sehe, nie angekommen sind. Die Konferenz vom 23. April 1941 ist ein weitgehend unbekannter Gegenstand. Die Bemühungen, sie dem Vergessen zu entreißen, hatten nur begrenzten Erfolg. Ich freue mich sehr, dass wir uns aus Anlass des 80. Jahrestags hier eingefunden haben. Aber es mussten 80 Jahre vergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Schneider. Ich gucke gerade mal, in welche Kamera ich weitermache. Genau. Also danke für diesen Vortrag. Im Buch von Christoph Schneider gibt es allerdings nicht nur Fakten, sondern auch Geschichten von Opfern. Und bevor wir gleich über das Thema diskutieren, möchten wir eine Geschichte eines Opfers hören. Es geht um Peter Hommer und seine Geschichte liest der Schauspieler aus Dresden, er arbeitet in Dresden, Franziskus Klaus. Bitte schön. Peter Wendelin Hommer wurde 1907 in der Nähe von Koblenz geboren. Er ging zur Volksschule und zur Heiligen Kommunion. Stets war er gesund. Auffallend war seine besondere Widerstandsfähigkeit gegen schlechte Witterung. Sein Vater, ein Schmiedemeister, starb bereits 1916 im 56. Lebensjahr an einer Speiseröhrenverengung. Im Jahr 1919 bekam Peter die Grippe und seine Krankheit begann. Peter Hommer hat nie geheiratet. Seine Mutter starb 1929 an einer Lebererkrankung, vielleicht an Krebs. Im gleichen Jahr wurde er von der Seelen- und Nervenkrankenfürsorge ambulant versorgt. Anlässlich dessen wurde festgehalten, Eltern tot, in der Schule gut gelernt, 1918 Kopfgrippe in Koblenz und Bonn in Behandlung. Befund zieht linke Seite nach, zeitweise starkes Zittern, kein Mienenspiel. Sprache undeutlich und langsam, Skopolamin angeraten, Diagnose Postenzephalitis. Es gehen 10 Jahre ins Land, dann fassen die Geschwister, vielleicht auch nur der Bruder, einen Entschluss. Er geht zur Verwaltung.
Am 24. Mai 1939 greift der Amtsbürgermeister in Weißenturm zu einem Mitteilungsformular über die persönlichen Vermögensverhältnisse eines in eine Provinzialheil- und Pflegeanstalt aufzunehmenden Kranken über 16 Jahre. Er notiert die Personenstandsdaten von Peter Hommer, die Dauer des Schulbesuchs 9 Jahre, Anstaltsaufenthalte bisher nicht, Zahl der Kinder keine, Daten des Vaters und der Mutter, der Großeltern, väterlicher und mütterlicherseits, Geschwister 6, keines in einer Trinkerheilanstalt, keines in der Fürsorgeanstalt oder einer sonstigen Heilanstalt. Vermögensverhältnisse, kein Vermögen vorhanden. Für die Unterbringungskosten muss der Landesfürsorgeverband aufkommen, denn der Kranke hat keine Ansprüche, auch nicht auf eine Unfallrente. Peter Wendelin Hommer unterzeichnet am selben Tag, dass er mit der Unterbringung in einer durch den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz zu bestimmenden Anstalt einverstanden ist. Bei der Aufnahme in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt Andernach im Juli wird der Kranke von seinem Bruder begleitet. Sie kommen mit dem Auto. An den Bruder wird auch der Sippenfragebogen ausgehändigt. Er hat den Beruf und vielleicht auch den Betrieb des Vaters übernommen. Er ist Schmiedemeister. Der Pfleger notiert bei der Aufnahme von Peter Hommer auf der Kleiderkarte neben Mütze, Rock, Hose, Hosenträgern, Strickweste, Hemd, Strümpfen und Schuhen 2 Reichsmark 22 in der Geldbörse. Der Landesfürsorgeverband teilt der Anstalt in Andernach kurz darauf mit, dass er den Anspruch auf Zahlungen für den hilfsbedürftigen Geisteskranken hiermit vorbehaltlich des Anspruchs auf das vorhandene oder später zufallende Vermögen anerkennt. Die Anstalt hält fest, dass der Kranke in stark reduziertem Kräfte- und Ernährungszustand aufgenommen wurde. Sein Sprechvermögen sei behindert durch die allgemeine Muskelstarre, er habe feuchte Hände, laufe leicht von übergebeugt, kleine Schritte. Die Erkrankung sei Folge einer Grippe. Zuvor sei er gesund, sogar besonders widerstandsfähig gegen schlechte Witterung gewesen. Nun aber könne er sich nicht mehr beschäftigen, kaum sprechen oder sich verständlich machen. Anstaltspflege sei erforderlich, da die Geschwister im Beruf stünden. Am nächsten Tag ist Visite. Hommer begrüßt freundlich den Arzt und fragt, ob denn gar nichts mehr zu machen sei, damit er wieder gesund wird. Zum Pfleger äußert er, er wäre ja besser gestorben damals, als er krank war, und beginnt zu weinen. Der Anstalt erscheint er allseitig orientiert, Bewusstsein klar, jedoch in sämtlichen Ausdrucksbewegungen stark behindert, intellektuelle und affektive Funktionen verlangsamt. Der Kranke berichtet von seiner Familie. 2 Brüder Schmied, 3 Schwestern verheiratet, 1 Bruder im Kloster. Er selbst sei früher immer gesund gewesen, im vorletzten Schuljahr an Kopfgrippe erkrankt, habe er danach dem Unterricht kaum noch folgen können. In allem sei er langsamer geworden und allmählich habe sein Zustand sich verschlimmert. Durch seine Erkrankung habe er keinen Beruf erlernen können, nur dem Bruder in der Schmiede geholfen. Da er aber auch in seinen Bewegungen immer steifer und unsicherer geworden sei, habe er sich wiederholt verletzt. Oft könne er sehr ärgerlich werden und dann schimpfe er laut, aber das sei ja auch kein Wunder, wenn nichts besser werde. All das macht Peter Hommer, der sich kaum mehr verständlich machen kann, seinem Arzt verständlich. Der fügt den Aufzeichnungen noch hinzu, dass keine Anhaltspunkte für eine Psychose vorlägen, entsprechende Störungen vom Kranken glaubwürdig verneint würden. Schwachsinn oder organische Demenz seien ebenfalls nicht festzustellen. Peter Hommer verhält sich ruhig, fügt sich ohne weiteres der Anstaltsordnung, ist umgänglich im Verkehr mit Pflegern und Mitkranken. Er steht zunehmend auf, verschafft sich Bewegung, kann aber wegen Bewegungsbehinderung der Hände keinerlei Arbeit verrichten. Bei jeder Visite fragt er den Arzt, ob er wieder gesund werden könne. Er erhält Skopolamin und wird wegen Platzmangel schon am Ende des Aufnahmemonats auf eine andere Station verlegt. Es folgen keine nennenswerten Ereignisse mehr, bis
Anfang Dezember 1940 in Andernach angefragt wird, ob der Bruder über Weihnachten nach Hause kommen könne. Die Anstalt erlaubt es. 14 Tage Urlaub für Peter Hommer. Er wird verwahrt. Am 20. März 1941 wird ein Schlussstrich gezogen. Der letzte Eintrag lautet: 23.04. von der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft Berlin überführt. In Berlin hören hohe Juristen an diesem Vormittag den Ausführungen der Herren Brack und Heide zu. In Hadamar wird Peter Hommer unterdessen gemeinsam mit 88 anderen Kranken aus Andernach umgebracht. Das, meine Damen und Herren, war die Geschichte von Peter Hommer, der starb, als hier in diesem Haus jene Juristenkonferenz stattfand, über die wir gesprochen haben und weiter sprechen wollen. Hadamar ist übrigens ein kleines Städtchen in der Nähe von Limburg an der Lahn in Hessen. Ich begrüße jetzt hier, ein Podium kann man es nicht nennen, aber in der Mitte des Saales meine Gäste, um über unser Thema, die Konferenz, aber die Folgen bis heute zu sprechen. Da ist zunächst Frau Dr. Maike Rotzoll, Medizinhistorikerin aus Heidelberg von der Uni. Sie hat sich schon sehr lange mit dem Thema Euthanasie beschäftigt. Schön, dass Sie da sind. Danke. Professor Ingo Müller hat den Klassiker geschrieben, wenn es um NS-Unrecht und auch die Rolle der Juristen geht. Furchtbare Juristen heißt sein Buch. Herzlich willkommen Ihnen. Und Christoph Schneider, Sie haben schon die Grundlage für unser Gespräch gelegt. Das da lautete, es gab diese Konferenz hier. Und im Vorfeld hatte es Unruhe in der Bevölkerung gegeben. Das haben wir gelernt. In Ihrem Buch steht der Satz, eine Konferenz zur Verringerung störender Begleitgeräusche sei das gewesen. Und wir haben gehört, die Juristen wurden informiert von Medizinern über das sogenannte Euthanasieprogramm. Herr Müller, warum haben die nicht widersprochen? Geben Sie uns Einblick. Sie haben sich mit den Typen dahinter viel beschäftigt. Was steckt dahinter? Sie hatten nicht den Hauch eines schlechten Gewissens. Ich habe nur dem Recht gedient, war ein Ausdruck Schlegelbergers, so auch Titel einer Biografie über ihn. Und immer wenn sie gefragt wurden, die Beteiligten nach dem Krieg, haben sie nur der Humanität gedient, in den Strafprozessen der Nachkriegszeit bediente man sich weiter dieses Nazi-Vokabulars. Die Opfer waren unter der Nullstufe stehende Menschen, unter der Tierstufe dahin vegetierende Wesen, die dann eingeschläfert wurden. Hier auf dieser Konferenz hat der Professor Heide erstmals dieser sogenannten Euthanasie eine ganz neue Richtung gegeben. Vorher war von der Vernichtung unwerten Lebens die Rede, also ein utilitaristischer Ansatz. Und Heide hat dann von Gnadentod geredet, nicht? Also als humanitärer Akt. Und so ist es auch weitergeführt worden. Es ist kein Wunder, dass die Juristen, die in der Nachkriegszeit deswegen angeklagt waren, sämtlich freigesprochen wurden. Ja, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, in Nürnberg hat es einen Hauptkriegsverbrecherprozess gegeben und 12 Nachfolgeprozesse. Der erste Folgeprozess war der sogenannte Ärzteprozess, in dem es 7 Todesurteile gegeben hat, die übrigens alle vollstreckt wurden, unter anderem gegen den Leibarzt Hitlers Karl Brandt, der in dieser komischen Ermächtigung, die hier gezeigt wurde, auch beauftragt wurde mit der Durchführung dieser ganzen Euthanasie. Der dritte, also dann hat es außer den 7 Todesurteilen auch 7 Freisprüche gegeben und 9 langjährige Freiheitsstrafen. Die sind allerdings Anfang der 50er alle schon wieder erlassen worden. Also lassen Sie uns doch ein bisschen bei der Konferenz hier bleiben, Herr Professor, ja? Und mich noch einmal nachfragen. Diese hochrangigen Oberlandesgerichtspräsidenten, da hätte ja theoretisch auch einer mal aufstehen können und sagen, das geht mir zu weit. Hätte. Aber, ja. Oberlandesgerichtspräsidenten empfinden sich heute noch als Befehlsempfänger.
wenn Sie so in Justizverwaltungssachen, wo Sie vorwiegend tätig sind. Das sind andere Zeiten, also Sie haben, wir bleiben bei 41. Sie haben ein wenig entwickeltes Verhältnis zur richterlichen Unabhängigkeit. Oder hatten damals natürlich noch sehr viel weniger. Und man darf nicht vergessen, dass die Juristenschaft zu Beginn des Dritten Reichs gnadenlos gesäubert wurde. Ein Drittel des Berufsstandes ist ausgemerzt worden, wie man das damals nannte. Also ins Exil getrieben, umgebracht, erhielt Berufsverbot. Sodass dann nur noch ein relativ harter Kern war, der auch bei der Stange gehalten wurde, teilweise durch Terror. Und hier waren die Spitzen, die selber gegenüber Untergebenen selber auch Druck ausübten. Die dann nach dem Krieg auch nicht den Hauch eines schlechten Gewissens haben erkennen lassen. Da kommen wir gleich drauf, wie dann nach dem Krieg das auch aufbereitet wurde oder auch die Kontinuität da war. Darf ich noch zu Schlegelberger kurz sagen? Ja, einen Satz noch und dann bringen wir die anderen ins Spiel. Genau. Der war dann etwas später im Fall 3, den dritten Nachfolgeprozess, im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, im Juristenprozess, der Hauptangeklagte. Das war der Organisator. Der Organisator dieser Veranstaltung, die nur keine große Bedeutung gespielt hat. Also Schlegelberger konnte man auch verschiedene andere Sachen vorwerfen. Aber Schlegelberger war auch 1951 wieder frei. Vielen Dank erstmal, Frau Dr. Rotzoll. Die Juristen haben Medizinern gelauscht bei dieser Konferenz. Nehmen Sie uns mit in die Typologie damals. Haben die genauso gedacht? Ist das vergleichbar zum Berufsstand der Juristen damals? Nehmen Sie uns mit. Wer hat da geredet und warum war das so? Geredet haben ja vor allem zwei Redner. Und zwar erst Viktor Brack von der Kanzlei des Führers. Er war kein Arzt, er war Verwaltungsfachmann. Und war Philipp Buhler zugeordnet, der die Kanzlei des Führers leitete. Und Viktor Brack war derjenige, der eigentlich sowohl die Kindereuthanasie als auch die Erwachsenen-Euthanasie im Wesentlichen tatsächlich organisiert hat. Mhm. Buhler und Brack stehen auf der sogenannten Ermächtigung, die Christoph Schneider vorhin gezeigt hat. Viktor Brack war tatsächlich der wichtigste Organisator. Ein Bürokrat. Und der andere Redner war Werner Heide. Werner Heide war Ordinarius in Würzburg für Psychiatrie und er war der erste Leiter der zentralen Euthanasiedienststelle in Berlin, die dann ab 1940 in der Tiergartenstraße 4 residierte, daher ja auch der Name T4 für die zentral organisierte sogenannte Euthanasieaktion oder auch der Begriff Komplex T4 für alle verschiedenen Krankenmordaktionen. Denn es war durchaus ja nicht nur die Aktion T4, die zentral organisierte Krankenmordaktion, sondern das es gab ja auch eine Reihe. Das ist ein Standort in der Nähe der Philharmonie heute, ne? Soweit ich das verstanden habe, hier in Berlin. Genau, die Tiergartenstraße 4, gar nicht weit entfernt von hier, an der heutigen Philharmonie. Damals stand dort eine Villa, eine arisierte Villa, also die vorher einer jüdischen Familie gehört hatte. Da waren auch noch verschiedene andere Dienststellen drin, aber eben auch ab 1940 die zentrale Dienststelle der T4-Aktion. Sie haben gerade sogenannte Euthanasie gesagt. Das ist mir wichtig nochmal. Erklären Sie uns den Begriff. Was heißt er eigentlich und wie wurde er damals verwendet und auch missbraucht? Ja, der Begriff kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet guter Tod, eu für gut und Thanatos für Tod und wurde ursprünglich bis ins späte 19. Jahrhundert gar nicht in Zusammenhang mit absichtlicher Verkürzung des Lebens am Lebensende gebracht, sondern es ging eher um die Kunst des Sterbens, den ruhmvollen Tod im Krieg zum Beispiel auch, den würdevollen Tod bei den Stoikern etc. Und erst im späten 19. Jahrhundert, als eine neue Art von Sterbehilfedebatte aufkam, die wir heute auch schon Euthanasiedebatte nennen, da ging es auch dann um absichtliche Lebensverkürzung. Und im Nationalsozialismus wurde dieser Begriff missbraucht für 100.000-fachen Massenmord letztendlich. Das ist also eine krasse Beschönigung, ein Euphemismus. Absolut, also Euphemismus ist im Grunde noch zu schwach ausgedrückt für diese Art von Verwendung des Begriffs. Danke für diese begriffliche Klärung und diesen Einstieg. Herr Schneider, wenn wir es etwas weiter drehen, diese
Konferenz hier 1941, die hatte ja oder hatte zumindest den Beginn von juristischen Folgen. Denn, das ist eine wichtige Information, man fragt sich ja, hatte das überhaupt keine Folgen für die, die hier saßen, gelauscht haben und nichts gemacht haben? Es gab ein Ermittlungsverfahren in den späten 50er oder Anfang der 60er Jahre. Geben Sie uns davon noch so ein paar zentrale Informationen. Wann kam es dazu, dass dann doch noch gegen die Menschen, die hier saßen und zugehört hatten, ermittelt wurde? Ja, da muss man vielleicht zunächst erwähnen, dass für die Nachkriegsjustiz der Bundesrepublik diese Geschichte hier, diese Konferenz und die gesamten Abläufe aktenkundig wurden erstmals 1947 im Hadamar-Verfahren. Der von mir vorhin zitierte Herr Quambusch hat da auch eine Aussage gehabt. Und es war also klar, es hat diese Konferenz gegeben. Die Juristen haben sich in der eben beschriebenen Weise verhalten. Das hat dann lange Jahre nicht dazu geführt, dass sich irgendjemand auch nur erwogen hätte, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, bis im Mai 1960. Und dann war es, wie an so vielen Stellen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main unter ihrem damaligen Leiter Fritz Bauer, die sich entschlossen hat, kurz vor dem befürchteten Verjährungsbeginn im Mai 60 ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das ist im Wesentlichen auch der Grund dafür, dass ich hier heute überhaupt einen Vortrag halten kann. Weil nur aufgrund dessen, dass es ein Verfahren gegeben hat, was außerordentlich langwierig war und was außerordentlich wenig zum Resultat hatte, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber nur aufgrund dessen hat es überhaupt Verhörprotokolle gegeben, hat es den Versuch gegeben, Wissen zu systematisieren und zu erhalten. Irgendwann sind NS-Prozesse in die Archive gewandert und da findet sich eben der Aktenbestand des sogenannten Schlegelberger Verfahrens heute. Und ohne diese Initiative von Fritz Bauer, und das muss man so deutlich sagen, es war ja allgemein bekannt, er hatte viele Kollegen, es hätte auch der Generalstaatsanwalt in Schleswig-Holstein ein Ermittlungsverfahren einleiten können, wenn man den Wohnsitz von Schlegelberger ins Auge fasst, als einer der Hauptbeschuldigten. Der hat natürlich nichts gemacht. Und das Verfahren selber wurde dann auch zunächst abgegeben von Frankfurt, weil man schlicht keine Ressourcen hatte, es zu betreiben. Man war also mit verschiedenen anderen Verfahren voll ausgelastet, hat es an die Stuttgarter Generalstaatsanwaltschaft gegeben, wo es dann aber auch 3 Jahre im Grunde nur verwahrt wurde und dann zurückgegeben wurde. Und die Geschichte ist relativ lang, wie gesagt. Wie lange hat es gedauert? Stelle da drauf kommen. Genau. Aber das Resultat ist halt, dass es im Grunde eine biologische Amnestie gegeben hat. Das heißt, das Verfahren währte 10 Jahre von 1960 bis 1970. Am Anfang waren noch 33 Personen, die sozusagen lebten und gegen die man ermitteln konnte. Und eingestellt wurde es zum Schluss noch gegen 4 Personen. Und dass es eingestellt wurde, nun ja, das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass der Mentor, wenn man das so sagen darf, dieses Verfahrens 1968 verstorben war, nämlich Fritz Bauer. Und es justizpolitisch kein großes Interesse gab, dieses extrem schwierige Geschichte der deutschen Justizgeschichte strafrechtlich zu verhandeln. Also es gab keine Konsequenzen am Ende, aber nehmen Sie uns noch mal mit, Herr Professor Müller, in die Zeit des Fritz Bauer. Wie wichtig war seine Rolle gerade da Anfang der 60er Jahre? Das war ja nicht das einzige Verfahren, es geht Richtung Auschwitz-Prozess und so weiter. Wie wichtig war der Mensch für das Thema, über das wir gerade reden? Na, er war ein Rufer in der Wüste. Es hat zwar noch 2, 3 andere gegeben, die heute weitgehend unbekannt sind. Unter anderem der Berliner Generalstaatsanwalt Hans Günther, der auch ähnliche Verdienste hat. Aber über den sind keine 5 Spielfilme gedreht worden. Aber Fritz Bauer war in Westdeutschland eine ganz zentrale Figur. Das lag auch am hessischen Justizminister Georg August Sinn, der eine ganz klare Opposition bildete zum Justizministerium und zur Bundespolitik und dann in Hessen so mit Fritz Bauer und dem Präsidenten des Gerichts da so 2 sehr kritische Juristen installiert hat und die auch sehr aktiv waren zu der Zeit. Und Fritz Bauer hat es ja erreicht, ist unheimlich initiativ geworden, damit die ganzen Auschwitz-Verbrechen, egal wo die Täter nun wohnten, in Frankfurt konzentriert wurden. Das hat eines Beschlusses des Bundesgerichtshofs betraf, dass er
die in Frankfurt anklagen darf. Und war bestgehasste Person natürlich innerhalb der Justiz. Wenn ich mein Büro verlasse, betrete ich Frankfurt. Schauen Sie sich zwei Filme an. Genau. Von denen, die treffen das eigentlich ganz gut, den Zeitgeist. Es gibt zu dem Ermittlungsverfahren zur Konferenz einen wichtigen Aspekt, dass wir überhaupt heute davon wissen und das nicht in den 60er Jahren versandet ist. Da hat sich ein Richter besonders für engagiert, dass das überhaupt noch präsent ist. In Kurzform, wenn ich das darf, die Informationen dazu. Und dann geht es weiter mit Frau Dr. Rotzo. Helmut Kramer ist vielleicht manchem noch ein Begriff. Ne? Damals Richter am Oberlandesgericht Braunschweig, hatte recherchiert und 1984 schon einen Aufsatz in der Kritischen Justiz geschrieben, eine kritische Zeitschrift mit dem Titel Oberlandesgerichtspräsident und Generalstaatsanwälte als Gehilfen der NS-Euthanasie. Und hatte über dieses Verfahren Fritz Bauers berichtet und auch, wie es dann eingestellt wurde von Fritz Bauers Nachfolger, Horst Gauff. Der ließ nicht nur das Verfahren klammheimlich einstellen, sondern erklärte die Akten auch zu Staatsgeheimnissen, Verschlusssache, sodass niemand sie einsehen konnte, weder Historiker noch sonst Interessierte. Und das sorgte natürlich auch für eine Geheimhaltung. Und der Kramersche Aufsatz wäre auch nicht so viel beachtet worden, wenn nicht der Sohn eines der hier an der Konferenz Beteiligten, des Berliner Generalstaatsanwalts, Weiland-Berliner Generalstaatsanwalts Friedrich-Walter Jung, gegen Kramer vorgegangen wäre. Er hat an alle möglichen Stellen Briefe geschrieben, dass es völlig unqualifiziert sei, was Kramer schreibt, und dass er vorsätzlich falsche Angaben macht, und hat auch beantragt, ein Dienststrafverfahren gegen Kramer einzuleiten. Jetzt hat Kramer dann seinerseits Anzeige gegen Ernst Jung, den Sohn, bekannterweise Botschafter der Bundesrepublik in Ungarn, Anzeige erstattet, und ein Wunder, die Staatsanwaltschaft Bonn führt ein Verfahren gegen Ernst Jung durch, wegen Beleidigung und übler Nachrede, und das führte nachher natürlich. Das heißt, Herr Kramer musste sehr dafür kämpfen, dieses Material zu bekommen, das letztlich die Grundlage Ihrer Forschung auch ist, Herr Schneider. Und das, lassen Sie uns da trotzdem, obwohl wir hier bei dem Thema noch lange verweilen könnten, neben den Juristen auch weiter auf die Mediziner damals schauen. Denn es gab ja auch die Aufklärung, der Versuch der Aufklärung zum Thema Euthanasie, was die Mediziner angeht, Frau Dr. Rotzoll. Was sind da die Kernpunkte, die man dazu aus Ihrer Sicht wissen muss? Was war wichtig und was ist bis heute wichtig? Also wann die historische Aufarbeitung stattgefunden hat und was Ärzte bewogen haben. Auch die juristische der Euthanasieprozesse. Genau, ja, das sind also relativ viele Themenkomplexe. Zunächst hatten sich ja vorhin auch noch die Frage gestellt, warum Ärzte sich eigentlich überhaupt beteiligt hatten als eine weitere Funktion. Dann bleiben wir noch kurz da, das ist mir wichtig. Neben den Juristen. Und da muss man vielleicht erstmal unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen von Ärzten. Denn zum Beispiel waren ja in der Gasmordaktion T4 in den Tötungsanstalten, den 6 Tötungsanstalten, die Christoph Schneider vorhin erwähnt hat, die sogenannten Tötungsärzte direkt beteiligt. Das waren meistens jüngere Ärzte, die waren parteinah und auch danach ausgesucht worden, dass sie dem NS-Staat sehr verbunden waren. Aber es gab ja noch eine Menge anderer Ärzte, die ebenfalls beteiligt waren. Zum Beispiel und vor allem neben den beiden ärztlichen Leitern des T4-Programms, Heide, den wir schon erwähnt hatten, und später Paul Nitsche, gab es ja vor allem auch die ungefähr 40 Gutachter, die daran beteiligt waren. Und die wurden auch zu einem Treffen in Berlin zusammengerufen, vorher im August 1939 bereits, um auch befragt zu werden, ob sie sich an dieser Aktion beteiligen würden als medizinische Gutachter. Und das waren durchweg renommierte Anstaltsleiter oder Universitätsprofessoren. Und da fragt man sich natürlich schon, was hatten die in den meisten Fällen eigentlich für einen Grund, sich an so etwas zu beteiligen? Denn immerhin ging es ja um die Ermordung eines Teils ihrer eigenen Klientel, ihrer eigenen Patienten. Haben die aus Ihrer Sicht gerne mitgemacht?
Ja, hier muss man sich vielleicht klar machen, was konnte denn Psychiater dazu bewegen, dann nicht nur mitzumachen, sondern auch im Hintergrund ja selber in diese Richtung gewirkt zu haben. Also es war durchaus so, dass Impulse aus der Psychiaterschaft selbst in Richtung Krankenmord es gegeben hatte. Und da möchte ich, wie sonst auch immer sehr gern, meinen Kollegen Hans-Walter Schmuhl zitieren, der als Beweggrund für die Psychiater, sich zu engagieren in Richtung Krankenmord, angeführt hat, einmal die Verschränkung zwischen Heilen und Vernichten und dann auch ihr Wirken in Richtung Reformpsychiatrie. Denn die Elite der NS-Psychiatrie wollte gerne aus den Anstalten, die mehr oder weniger Verwahranstalten waren, richtig heilende Institutionen, Kliniken machen und dafür sich quasi eines Teils ihrer Patienten entledigen auf diesem Wege. Und die heilbaren Patienten, deshalb Verschränkung zwischen Heilen und Vernichten, die als heilbar eingestuften Patienten, die sollten in den Kliniken so viel wie möglich intensive Therapie bekommen, aber diejenigen, die man als nicht mehr heilbar angesehen hat oder die man auch als nicht mehr arbeitsfähig angesehen hat, was ziemlich zusammenfiel teilweise, weil Arbeitsfähigkeit so das Kriterium war, ob jemand wieder gesund wurde, die sollten auch in den Reformwerken quasi, die für nach dem Krieg gelten sollten, für das Anstaltswesen, die sollten eigentlich der Vernichtung anheimfallen. Das war das, was die Psychiater in einem langfristigen Reformprozess als ihr Ziel angesehen haben. Also sie erwarteten etwas von der Politik und die Politik erwartete dafür von ihnen Mitarbeit. Das ist etwas, was man in der Wissenschaftsgeschichte auch die Ressourcen füreinander nennt. Dass jede Seite hat etwas von dieser Zusammenarbeit. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Was ist mit Dr. Heide dann juristisch geworden? Ja, Heide, das ist ja eine ganz interessante Geschichte und natürlich wichtig, weil er hier in diesem Ort genau. Ja gesprochen hat, was einen ja auch nicht ganz ohne Reaktion selber lässt, sich das vorzustellen, dass er tatsächlich hier gesprochen hat. Er wurde zunächst einmal festgenommen und auch befragt, ist dann aber untergetaucht unter dem Namen Savade, war in Kiel als Gutachter tätig und wurde erst in den Anfang der 60er Jahre enttarnt, sodass es dann zu dem Heide-Verfahren, was Fritz Bauer die Ermittlungen gemacht hat, sollte dann angeklagt werden und hat sich dann kurz vorher trotz Bewachung suizidiert, sodass es zu einer Verurteilung nicht mehr gekommen ist. Aber die Akten zum Heide-Prozess sind heute noch für Historiker ganz außerordentlich wichtig, um überhaupt zu rekonstruieren, was damals geschehen ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat er inkognito aber teilweise weiter praktiziert. Ja. Und ist das, Herr Schneider, vielleicht so auch ein kleiner Fall, aber ein Symbolfall, wenn wir so den Blick etwas weiten auf die Justiz der Nachkriegszeit, wo es ja die Möglichkeit der Aufarbeitung gab, aber eben nicht besonders viel passiert ist, mit so ein paar Ausnahmen, über die wir schon gesprochen haben. Woran liegt das? Also auch an einer gewissen Kontinuität der handelnden Personen, denn es waren ja auch dann viele ehemalige NS-Mitglieder auch weiter in der Justiz in den 50er und 60er Jahren. Ja, das ist zweifellos ein Faktor, vielleicht um genau da anzuknüpfen, an dem, gerne, was Maike Rotzoll gerade sagte. Es ist ja noch auf andere Weise miteinander verknüpft. Dieses Verfahren, das gegen Heide angestrengt wurde, wurde gegen drei weitere noch geführt. Gegen einen Tötungsarzt, gegen den maßgeblichen Verantwortlichen für die Kinder-Euthanasie und für einen weiteren T4-Funktionär. Und dieses Verfahren, was mindestens so groß werden sollte wie der Auschwitz-Prozess, kollabierte. Weil der eine war der Haftbefehl außer Vollzug, der floh, der Bohne. Der zweite war der Haftbefehl außer Vollzug, der suizidierte sich. Heide konnte sich in Haft suizidieren, es blieb nur einer übrig. Man hat 3 Monate das Verfahren geführt und dann eingestellt. Dass dieses Verfahren kollabierte, war, glaube ich, für Bauer die Katastrophe, auch im Hinblick auf das Schlegelberger Verfahren. Weil er sich nämlich genau das vorgestellt hat, dass die Ärzte dort angeklagt sind und dann sagen, ja, wir haben ja gar nicht wissen können, dass die Sache nicht legal ist. Wir haben ja uns die gesamten Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte eingeladen und keiner hat was dagegen gesagt. Also sein Bestreben war, diese beiden Apparate gleichsam gegeneinander auszuspielen und damit auch eine Popularität überhaupt zu wecken dafür,
innerhalb der Justiz auch, dass er gegen diese Leute vorgeht. Weil dieses hat es natürlich überhaupt nicht gegeben. Man muss sich auch für Fritz Bauer klar machen, ein absolutes No-Go, Ermittlungsverfahren gegen die höchsten Beamten, die die Justiz kennt, die im Ruhestand sind, ehrbare Bürger, und das liest man auch in den Akten, die sind entsetzt, wie jemand auf die Idee kommen kann, sie überhaupt vorzuladen und sie zum Verhör zu bitten. Also diese Konstellation, dass dieses Verfahren zusammenbrach, das Heide-Verfahren, hat letztlich bewirkt, dass auch beim Stegelberger-Verfahren nichts bei rauskam. Und da ist es dann halt ganz interessant zu sehen, weil Bauer hat natürlich darauf gedrungen, dass diese Leute nicht dass der Haftbefehl nicht außer Vollzug gesetzt wird. Aber das ist halt eine Sache, die nicht er zu entscheiden hat. Also wurden die Haftbesetzer außer Vollzug gesetzt. Er hat im Gefängnis darum gebeten, dass Heide nichts geschieht. Er hat auch einen Fluchtversuch unternommen, der wurde knapp unterbunden. Aber auch diese Administration hat nicht mitgezogen und hat dafür gesorgt, dass ein Werner Heide auch tatsächlich wohlbehalten vor Gericht stehen konnte. Also man sieht an dieser Stelle, dass einzelne Personen, die auch Macht haben, etwas bewirken wollten, doch relativ vielen Behörden, Teilen und Apparaten gegenüberstanden, die dieses Ansinnen nicht vertraten, die da nicht mitzogen und auf ihrem Ressort oder in ihrem Bereich ja, die Sache unterliefen, so gut es eben ging. In dieser Zeit, Herr Müller, es sind wie viele Richter oder Juristen der NS-Zeit sind eigentlich wegen Rechtsbeugung mal verurteilt worden oder sowas? Was? Von deutschen Gerichten niemand. Von deutschen Gerichten niemand. Nicht einer. Genau. Also es ist schon symbolisch, was Herr Schneider erzählt hat, so ja, für diese frühe Aufarbeitung von NS-Unrecht. Ja. Auch die Singularität Bauers mag man daran erkennen, wie die schweizerische Justiz mit dem Fall Heide Savade umgegangen ist. Also der Heide war geflohen, er sollte eigentlich im Ärzteprozess mit angeklagt werden. Aber wie der Treck durch Würzburg fuhr, ist er vom LKW gesprungen und kannte sich in Würzburg sehr gut aus, weil er da ja wohnte, und war dann untergetaucht. Tauchte dann in Flensburg auf als Dr. Savade, aber hat keine Kassenzulassung beantragt und nichts, wofür er seine Approbation hätte vorzeigen müssen. Sondern er ist nur Gutachterarzt gewesen, hat übrigens bei Schlegelberger um die Ecke gewohnt. Also es waren 300 Meter, so in dem kleinen prominenten Viertel Flensburgs hatte Savade seine Villa und die Schlegelbergers, Vater und Sohn. Und dem ist natürlich auch nichts aufgefallen, ne? Obwohl er ihn hier als Hauptredner geladen hatte. Und wie die Sache auflog, hat man festgestellt, dass die halbe schleswig-holsteinische Justiz sehr wohl Bescheid wusste, wer Dr. Savade war. Ein Beispiel für den Versuch der Aufarbeitung oder auch den Boykott der Aufarbeitung von NS-Unrecht. Ich will einen kleinen Sprung machen, der aber trotzdem zu diesem Thema passt. Denn was in den ersten Jahrzehnten vielleicht oder auf jeden Fall versäumt wurde, wenn man jetzt in die letzten Jahre oder die letzten 10 Jahre guckt, wie die deutsche Justiz heute noch mit zugegebenermaßen sehr alten Menschen, aber aus meiner Sicht fast versucht, etwas wieder gut zu machen. Also es gab den Demjanjuk-Prozess. Wir springen jetzt von Juristen zu KZ-Tätern, aber das machen wir einfach jetzt mal. Und es gab das Gröning-Verfahren. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Müller, mit Ihrer Erfahrung so eine Art des Versuchs der Wiedergutmachung einer anderen Juristengeneration? Ja, glaube ich. Und ich habe auch Streit mit Kollegen meines Alters, die das alles verurteilen. Also ich sage noch einmal kurz, Herr Gröning wurde eben wegen Beihilfe zum vieltausendfachen Mord verurteilt, kurz bevor er starb. Ja. Also da wurde eben diese Beihilfe zum Mord auch vom Bundesgerichtshof bestätigt. Wenn ich da noch kurz sagen will, ich fand das enorm wichtig für die deutsche Justiz, die bis dahin im Auschwitz-Prozess, der Auschwitz-Prozess war keineswegs ein Triumph Fritz Bauers, sondern eher eine große Niederlage, weil er den Holocaust als Gesamtverbrechen ansah und so beurteilt wissen wollte. Aber das Gericht hat dann immer nur die einzelnen Aktionen betrachtet und hat geguckt, wer nicht einen persönlich umgebracht hatte, der war freizusprechen. Und seit dem Auschwitz-Prozess, und das Urteil ist vom Bundesgerichtshof bestätigt worden, galt, der Holocaust und Auschwitz war eigentlich ganz in Ordnung. Die Beteiligung daran konnte nicht strafrechtlich verfolgt werden. Und in
diese beiden Fälle haben der deutschen Justiz die Möglichkeit gegeben, davon runterzukommen und endlich die Position Fritz Bauers zu vertreten und zu sagen, es war ein riesiges, großes Verbrechen, an dem die eben beteiligt waren. Besser spät als nie, hätte der vielleicht gesagt. Genau. Ja, der Mann. Wenn da jetzt auch, weil wir natürlich noch viel besprechen wollen, aber so ein wenig in der Gegenwart sind und uns unser Thema Euthanasie anschauen. Dieses Spannungsfeld, Frau Dr. Rotzoll, das es bei diesem Thema schon immer gibt, kehrt das, Vergleiche passen nie, aber dieser Begriff kommt auch immer wieder, wenn man heute zum Beispiel über das heiß umstrittene Thema Sterbehilfe diskutiert. Also ist es so ein sensibles Thema, gerade weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, worüber wir heute diskutieren, auch in aktuellen Fragen, auch wenn es natürlich andere Situationen sind? Also der Begriff Euthanasie ist durchaus nicht in allen Ländern jetzt so diskreditiert wie hier. Und zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in anderen Ländern ist Euthanasie quasi wie bei, wenn wir Sterbehilfedebatte sagen. Natürlich ist das in Deutschland schwieriger, dafür das Wort Euthanasie zu benutzen, weil natürlich schon bekannt ist, was unter diesem Deckmantel quasi in der NS-Zeit geschehen ist. Nun kann man ja auch sagen, erstmal ist es ja ein Riesenunterschied, ob man über Sterbehilfedebatte, über Autonomie beim Sterben und diese Themen diskutiert oder ob man über tausendfachen Mord spricht, der quasi heimtückisch begangen wurde und der keineswegs, wie man vorgegeben hat, irgendwas mit Erlösung zu tun gehabt hat. Aber trotzdem, diese Sensibilität, die scheint doch daher. Ja, die Sensibilität ist da. Und es gibt ja auch öfter mal Debatten und man kann nicht ganz selten hören, so in Fernsehdebatten oder so, dass jemand sagt, oh, das sollte man gar nicht, Sterbehilfe sollte man auf keinen Fall legalisieren, weil man weiß ja, wohin das führt. Ne? Und dann sagt die andere Seite unweigerlich, ah, das ist jetzt aber ein Totschlagargument, also auch ein schreckliches Wort, ja, Totschlagargument. Man sollte ja eigentlich argumentieren, um sich nicht anders auseinanderzusetzen. Und Also dann ist da so eine Pattsituation, über die man irgendwie nicht hinwegkommt. Aber wichtig ist ja schon, dass man sich die Geschichte dieser Debatte anguckt und sieht eigentlich, seit dem späten 19. Jahrhundert sind diese zwei Themenkomplexe eigentlich immer miteinander verhandelt worden. Also schon in der Schrift von Adolf Jost, 1895 ging es um das Recht auf den Tod, wie die Schrift auch heißt, und um Tötung auf Verlangen, wie man das ja auch nennen kann. Aber in dem Buch wurde eben auch mitverhandelt, die Tötung Geisteskranker, die angeblich gar kein Selbstbewusstsein haben und wo man das eben dann auch machen könnte. Und genauso war es ja bei Binding und Hoche nach dem Ersten Weltkrieg auch. Also Tötung auf Verlangen wurde diskutiert, aber eben auch die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, wie diese Schrift heißt. Und auch im Nationalsozialismus wurde diese beiden Motive miteinander verknüpft. Nicht zuletzt in diesem berühmten Propagandafilm Ich klage an, wo es auch um Tötung auf Verlangen ging, aber eben auch durch die Hintertür quasi, auch in der Filmhandlung, die Ermordung, also der Film würde natürlich nicht Ermordung sagen, also die Tötung von geisteskranken Kindern in dem Fall, wird durch die Hintertür eingeführt, dass es eine Tötung aus Mitleid sei. Also diese beiden Sachen werden immer zusammen verhandelt und tatsächlich haben sie eben in der Geschichte der Debatte eine Verknüpfung und auch bestimmte Gedankenfiguren, die immer wieder auftauchen. Auch etwas, was man auch heute im Blick haben muss, nämlich die Lebensunwertdiskussion. Es ist ja eine Sache, ob jemand sagt, ich halte mein Leben für nicht mehr lebenswert, oder ob jemand anders sagt, oder die Gesellschaft zum Beispiel sagt, das Leben dieses Menschen ist wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie Sie gesagt haben, dass der Schwerpunkt der aktuellen Diskussion auf der Frage der Autonomie des Menschen selbst beruht. Also das Verfassungsgericht hat ja dieses Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben eingesetzt, aufgestellt, und darum geht es. Und es war aber auch in Verhandlungen da in Karlsruhe, ging es immer wieder darum, naja, wie autonom ist das dann am Ende? Ist nicht vergleichbar mit unserem Thema, aber wenn dann Omi auf einmal hört, oh, wie lange muss die denn noch wirklich leben und so. Also es schwang immer so ein bisschen mit. Deswegen finde ich einfach wichtig, wie Sie betont haben, dass man sich diese Linien weiterhin
bewusst macht. Wenn es jetzt um junge Menschen heute geht, die schon eine abschließende Frage in diesem Punkt, noch nicht der Veranstaltung, an Herrn Müller und Sie, Frau Rotzoll. Ausbildung von Medizinern, spielt dieses Thema da schon eine große Rolle? Ist da alles gut oder gibt es da Luft nach oben? Ist für mich eine fremde Welt, insofern nehmen Sie uns dahin mit. Ja, in die Ausbildung von Medizinern. Ja. Also diese geschichtliche Komponente, Euthanasie, was ist damals passiert? Auf jeden Fall. Also ich kenne eigentlich fast alle Medizinhistoriker, die in Deutschland unterrichten. Und ich würde sagen, ich bin überzeugt, dass das eigentlich praktisch alle das in ihrem Unterricht auch machen. Und ich mache es natürlich, auch. Und auch die ethische Debatte, die Sterbehilfedebatte habe ich häufig unterrichtet. Auch nicht nur für Mediziner, sondern auch für Historiker und andere Studiengänge. Ja, natürlich. Also das ist, machen wir eigentlich alle. Gleichwohl ist da trotzdem Luft nach oben. Und nicht zuletzt hat jetzt gerade die in anderer Hinsicht gerade häufiger zitierte Zeitschrift The Lancet eine Kommission einberufen, Medicine and the Holocaust, um diese Thematik nochmal in einem Sonderheft zu vertiefen. Eine Kommission von 20 Leuten weltweit und um das noch stärker in den medizinischen Curricula zu verankern, weil da tatsächlich auch immer noch Luft nach oben ist. Wie ist es, und damit kriegen wir wieder so ein bisschen den Bogen zu unserer Juristenkonferenz hier, Herr Müller, in der Juristenausbildung. Natürlich gibt es das Fach Rechtsgeschichte und wer engagiert ist, kann auch eine Seminararbeit schreiben und so weiter. Es gab da jetzt Initiativen aus den Ministerien. Wie ist da Ihre Haltung zu? Ist das schon genug oder muss da noch mehr kommen? Ja, hoffentlich führen die mal zum Ergebnis. Da wird schon lange diskutiert. Und angeblich verfolgt die derzeitige Justizministerin Frau Lambrecht das weiter, das ins Richtergesetz zu schreiben. Das nicht Rechtsgeschichte, also Lex Salica oder Ähnliches, da behandelt wird, sondern tatsächlich die Justiz des Dritten Reichs. Und das scheint mir auch wirklich nötig, denn ich höre, zweimal habe ich schon Geschichten gehört vom Bundesgerichtshof, wo dann diskutiert wurde und dann, ach, dann so machen, dann kommt wieder, die machen es ja wie bei Freisler. Woraufhin dann junge Richter, die da so Mitarbeiter sind, was heißt denn das? Was heißt denn Freisler? Ja, Volksgerichtshof. Naja, zur Rechtsgeschichte habe ich mich nie so interessiert. Also man kann zwei Staatsexamina machen, ohne jemals den Namen Freisler gehört zu haben. Und das darf es aus Ihrer Sicht nicht geben? Ja, also das finde ich ein Skandal. Welche Rolle spielen dabei, letzter Punkt, diese Aufarbeitungsprojekte, die es ja zuhauf gibt, also Projekt Rosenburg fürs Ministerium am Bundesgerichtshof, auch das Verfassungsgericht fängt jetzt an. Das ist ja auch spät. Ja, spät, aber besser, oder trotzdem wichtig? Besser spät als nie. Und ich mache noch etliches an der Richterakademie. Okay. Da gibt es jährlich 4-5 Kurse dazu, so verschiedene Aspekte, Justiz und Judentum, Justiz im Dritten Reich, Nachkriegsjustiz, wo diese Aspekte behandelt werden. Und die sind seit 25 Jahren überbucht, diese Vorträge. Also in der Richterschaft ist nach wie vor sehr reges Interesse an diesem Thema. Das wollen wir hoffen, dass wir dazu auch weiterhin ein wenig beitragen, auch durch diesen Abend. Ich danke für diese Rolle. Die Veranstaltung ist noch nicht zu Ende. Es wird noch mal sehr spannend. Frau Dr. Rotzoll, Herr Schneider und Professor Ingo Müller, danke für diese Diskussion. Ich nehme mal ein Buch in die Hand. Annas Spuren heißt das und geschrieben hat das Sigrid Falkenstein, zu der ich jetzt mal auf diese Seite des Saales rübergehe. Denn wir haben zu Anfang schon gesagt, wir reden über die Täter, die unter anderem in der Juristenkonferenz hier waren. Aber wir haben vorhin schon die eine Opfergeschichte gehört und das möchten wir jetzt noch vertiefen. Anna, Frau Falkenstein, das ist Ihre Tante, also die Schwester Ihres Vaters, die ist 1940 gestorben und Sie wussten aber lange nicht viel darüber. Also welche Rolle spielte so, als Sie jung waren, Ihre Tante Anna so, wenn man in der Familie einfach über alte Zeiten geredet hat? Überhaupt keine Rolle. Anna war kein Thema. Es gab, aber das habe ich erst im Nachhinein festgestellt, ein einziges Foto. Das hing allerdings schon sehr lange an der Wand. Und da war die Anna als kleines Mädchen mit ihrer Mutter zu sehen.
Ich habe aber auch nie nachgefragt. Alles, was ich wusste, war, dass die Schwester meines Vaters irgendwann sehr früh gestorben ist, also noch vor meiner eigenen Geburt. Und ja, das war dann schon ein Schock, als ich 2003 per Zufall ihren Namen auf einer Liste von Euthanasieopfern im Internet gefunden habe. Das greifen wir jetzt mal auf, denn Sie haben dann selbst herausgefunden, welches Schicksal Anna zu erleiden hatte. Nehmen Sie uns mit in diese Internetrecherche. Worum ging es da und was haben Sie dann herausgefunden? Naja, diese Suche im Internet war insofern Zufall. Anna Lenkring war auch der Name meiner Großmutter und ich hatte damals genealogische Daten gesucht und hatte diesen Namen in die Google-Suchmaske eingegeben und da kam der Treffer auf einer Euthanasieliste und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, das ist die Schwester meines Vaters, Jahrgang 1915. Naja, und dann habe ich natürlich sofort nachgefragt bei meinem Vater, der damals noch lebte. Und erstmal, was stand in der Liste? Also das war eine Liste, die auf einem israelischen Server liegt. Und da waren die Namen von 30.000 Opfern der Aktion T4. Und diese Liste war übrigens damals illegal nach deutschem Recht. Und es war der Treffer praktisch nur in englischer Sprache. Aber das war eindeutig. Es handelte sich hier um die Euthanasie. Ich hatte nicht sehr viel Ahnung von dem Thema. Und als ich dann meinen Vater fragte, war so die Antwort, naja, Anna ist irgendwann in den 30er Jahren in irgendeine Anstalt gekommen und ist irgendwann während des Krieges gestorben. Was ich dann so nach und nach herausgesucht habe, ich habe mich auf Spurensuche begeben, weil ich war ziemlich fassungslos. Und diese Spurensuche hat dann so wie so ein Puzzle eine Biografie ergeben. Da habe ich ihre Krankenakte zum Glück gehabt aus Bettburg-Hau, auch eine Akte zur Zwangssterilisation. Ich habe aber auch andere Quellen nach und nach benutzt. Und am Ende hatte ich das Bild von einer jungen Frau. Ich könnte stundenlang jetzt über diesen Menschen, der mir ja eigentlich so nahe steht, erzählen. Wir gehen das jetzt noch Schritt für Schritt durch. Ja, wir haben die Zeit dafür. Aber sie ist angeblich, so stand es in der Akte, bis zu ihrem vierten Lebensjahr hat sie sich normal entwickelt. Ich könnte erzählen über ihre Zeit als Hilfsschülerin. Sie hat eindeutig Probleme beim Lernen gehabt. Welcher Region Deutschlands hat das gespielt? Sie ist im Ruhrgebiet geboren, während des Ersten Weltkrieges, also 1915. Und die Geschichte ging weiter dann, als ich ihre Akte zur Zwangssterilisation fand ich heraus, sie war 19, als sie als erblich schwachsinniger Mensch angeblich stigmatisiert worden war und daher eben nicht in den gesunden Volkskörper, so hieß das ja damals. Also die Diagnose aus damaliger Sicht war? Erblicher Schwachsinn. Erblicher. Heute würde man vielleicht sagen, Anna war geistig behindert oder auch sie hatte mit Sicherheit Lernprobleme. Das ist definitiv die Geschichte, die so stimmt. Aber was dann passiert ist, was ich aus der Akte, aus der Heil- und Pflegeanstalt Bettburg-Hau entnehmen konnte, und dann weiter recherchierte, das ist einfach so unfassbar und so entsetzlich. Ich habe ihren Weg in die Gaskammer praktisch verfolgt. Mir haben die Bücher von Ernst Klee da übrigens sehr geholfen. Und es ist ein Zufall, dass der Transport von Anna dort auch beschrieben wird. Auch Herr Heide, der vorhin erwähnt wurde, war an der Selektion übrigens direkt beteiligt. Und dieser Transport, der da in Grafeneck in Baden-Württemberg, war einer der ersten übrigens, im März 1940 ankam, das bedeutete, dass die Menschen, es waren da über 300, direkt in die Gaskammer gebracht wurden. Ich habe die Berichte, es gibt Augenzeugenberichte, gelesen darüber. Ich kann das nicht aussprechen. Umso entsetzlicher finde ich, dass an diesem Tag, als die Anna in der Gaskammer elendiglich sterben musste, hochrangige Vertreter hier aus Berlin, Leonardo Conti, auch Herr Brandt, der Arzt und Leibarzt Hitlers, die haben durch ein Guckfenster, durch einen Spion in der Gaskammertüre zugeguckt, wie die Menschen da verreckt sind. Und ich kann bis heute nicht begreifen,
wie Menschen das aushalten können. Also ich denke mal, die müssen doch geschrien haben, gestöhnt haben, die Opfer. Ich habe nur so die Vorstellung, dass die da gestanden haben mit kaltem technischem Interesse, weil das war ja ein Testlauf. Und es wurde vorhin schon erwähnt, es diente dazu, die Technologie für die Lager im Osten dann auszuprobieren. Tja, und was dann passiert ist, es gab einen Trostbrief an die Familie und das war's. Es war eine entsetzliche Scham, das sage ich heute aus meiner Sicht. Vielleicht auch Schuldgefühle, weil man sich nicht mehr so um sie gekümmert hatte. Aber es hatte mit Sicherheit damit zu tun, auch dass die gesamte Familie stigmatisiert war als erbminderwertig. Es gab eine Sippentafel, die ich gefunden habe. Was Sie gerade beschrieben haben, ist Annas Tod in Grafeneck. Sie wurde dort vergast. Lassen Sie uns noch mal, weil wir die Zeit haben und es sehr spannend ist, als ich das Buch las, noch zwei Schritte zurückgehen in diese Situation. Eine Familie im Ruhrgebiet hat diese Tochter, die als in Anführungszeichen schwachsinnig diese Diagnose bekommt. Es gab, bevor sie nach Grafeneck gebracht wurde, gab es erstmal die Entscheidung, Anna kommt in eine Anstalt. Ja. Erzählen Sie uns nochmal, das ist ja für eine Familie auch keine leichte Situation. Ja. Wie kam es dazu, dass sie in eine Anstalt musste? Also das ist natürlich auch hier eine sehr komplizierte, sehr spezielle Familiengeschichte. Meine Großmutter hatte sich von ihrem zweiten Mann getrennt, war alleinerziehend, war ja arm, kann man nicht anders sagen, konnte sich um Anna auch nicht mehr so kümmern, zog in eine andere Stadt, zog nach Mülheim an der Ruhr. Und Anna war sich viel alleine überlassen. Sie wurde dann krank, kam ins Krankenhaus und da haben die Ärzte ihrer Mutter, also meiner Oma, nahegelegt, sie in eine Anstalt zu bringen. Da könne man sich besser um sie kümmern. Und ich konnte meine Oma nicht mehr fragen, die ist gestorben, bevor ich das herausgefunden habe. Ich weiß es nicht, ob sie wirklich froh war, dass sie diese Sorge los war um diese Tochter, die ja auch wirklich möglicherweise nicht so einfach war. Und ihre gesamte Situation war schwierig. Wie gesagt, es war einfach danach schwierig, überhaupt noch eine Information aus der Familie zu bekommen. Mein Vater hatte auch, das war offensichtlich, es war sehr schmerzhaft für ihn überhaupt darüber zu sprechen. Und er ist dann... Und das rechne ich ihm unglaublich hoch an. Er hat sich dann dieser Vergangenheit, ich habe am Anfang wirklich gebohrt und ich war auch ein bisschen wütend, ich konnte das gar nicht verstehen. Er hat sich dem gestellt und hat dann einen Stolperstein verlegen lassen. Er war dabei und ist kurz darauf gestorben, das war 2009. Und dann hat er gesagt, ich danke dir für alles, was du für die Anna getan hast. Und das hat mir irgendwo so viel gegeben, weil ich gemerkt habe, es hat ihm vielleicht geholfen, das Ganze auch aufzuarbeiten. Diesen Bezug zu heute, den nehme ich gleich noch mal auf, auch mit Blick auf junge Leute. Mich interessiert noch, Anna war im Heim in Bedburg-Hau mehrere Jahre. Und irgendwann passierte dann diese Selektion hin nach Grafeneck. Und eine Person, über die wir ganz viel gesprochen haben heute, die war die Entscheidende. Ja, das war hier in dem Fall Herr Heide. Es gab aber eben auch andere Täter, die direkt unmittelbar mit Annas Tod zu tun haben, die nach dem Krieg alle ungestraft davon kamen. Sehr typisch ist Horst Schumann, das war damals der ärztliche Leiter in Grafeneck, der das Gas, den Hebel zur Regulierung des Gases betätigte. Also ich bezeichne ihn als ihren Mörder. Ja, der hat nach dem Krieg im Ruhrgebiet weitergearbeitet, wurde dann zwischenzeitlich, flog er wohl auf, ist geflohen, kam zurück und ist in Frankfurt am Main vor Gericht gestellt worden mit dem Ergebnis, er kriegte von Kollegen wohlmeinende Gutachten, angeblich habe er Bluthochdruck. Und dann wurde der Prozess eingestellt. Und dieser Mann hat noch 10 Jahre nach dem Krieg danach, nach diesem Urteil gelebt. Und man muss sich das vorstellen, was das aber auch für die Familien, für die Angehörigen bedeutet hat. Die Täter haben überwiegend ihre Karrieren fortgesetzt, während doch, glaube ich, in beiden deutschen Staaten die Familien und ihre Angehörigen im Grunde totgeschwiegen wurden und auch weiter diskriminiert wurden. Und das ist etwas, denke ich, das hat dazu beigetragen, dass erst so spät in den Familien angefangen wurde, überhaupt zu recherchieren. Und ich habe heute
Verständnis viel mehr als am Anfang für die Generation der unmittelbar Betroffenen. Für die war das wahnsinnig schwer. Für mich in der zweiten Generation ist es ungleich leichter, heute darüber zu reden. Nehmen Sie uns mal mit in die Situation. Sie haben das im Internet herausbekommen, dass die Schwester Ihres Vaters in Grafeneck vergast wurde. Wie hat der reagiert, als Sie ihn angesprochen haben? Papa, erzähl mal. Und wie hat sich das dann entwickelt? Er hat gesagt, was ich vorhin, glaube ich, schon gesagt hatte, ja, sie ist irgendwann in den 30er Jahren in eine Anstalt gekommen. Man muss dazu wissen, als die Anna in die Anstalt kam, war mein Vater 15 Jahre alt. Hm. Ich denke, es war ein unglaublicher Verdrängungsmechanismus. Hm. Auch Scham dabei, haben Sie ja gesagt? Scham habe ich vorhin schon erwähnt, aber ich habe sehr wenig von ihm direkt gehört. Er hat dann nur erzählt, ach, die war so ein liebes, so ein sanftmütiges Kind und die hat so gerne mit uns Kindern gespielt. Also es kamen eigentlich nur sehr viel positive Dinge. Er hat so das Schlimme, das, was da passiert ist, was ihn vielleicht auch sehr traumatisiert hat, das hat er alles verdrängt, ist heute meine Erklärung. Und ich war auch, ich habe es nicht geschafft, ihn so richtig hart anzugehen, das muss ich sagen. Aber Sie haben gerade den Stolperstein erwähnt, ja. mit dann dabei. Inzwischen schien er ja dann doch fast auch erleichtert zu sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also ich denke schon, dass es etwas ist, was ihm vielleicht geholfen hat, selber aufzuarbeiten. Und das sehe ich in vielen Familien. Ich habe sehr viel Kontakte zu anderen betroffenen Familien. Es sind häufig die Menschen der zweiten, dritten Generation, die anfangen nachzufragen. Es hat sich auch in Deutschland glücklicherweise in den letzten Jahren was geändert. Also es ist sehr viel mehr im politischen Bewusstsein angekommen. Das sieht man an solchen Veranstaltungen wie hier. Das sieht man an der Ausstellung, die hier läuft. Das ist die Tiergartenstraße 4, an der ich beteiligt war. Und ohne Anna, also da hat Anna mich sozusagen wie hingebracht. Es ist etwas, was ich auch durchaus als positiv sehe. Und was mir ganz wichtig ist, weil ich gehe oft in Schulen und ich möchte wirklich klar machen, dass das, was da passiert ist, dieser Typ von Tätern, den gibt es und gab es ja zu allen Zeiten, diese Mitläufer, die Zuschauer, die auch vielleicht ideologisch verblendet sind, die haben, wenn man denen nichts entgegensetzt, wenn man da nicht widerspricht, gleich am Anfang und das vor allen Dingen in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo solche rassistischen und nationalistischen Dinge ja durchaus auch zunehmen. Da finde ich das so wichtig, laut was zu sagen, Position zu beziehen, zu handeln, weil man muss klar machen, diesen auch vor allen Dingen den jungen Menschen, wir tragen ja durch unser Verhalten, durch unser Handeln Verantwortung für das, was heute passiert, aber auch was morgen ist. Und ich möchte nie mehr in so einer Gesellschaft leben, in der Menschen nach ihrem Wert und Unwert bemessen werden, in denen Einzelne oder auch Gruppen einfach von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgespart werden. Das ist etwas, ja, das ist so dieses Wort nie wieder. Aber hier mache ich zwei Striche drunter. Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler, wenn sie in die Klassen gehen? In der Regel sehr betroffen, weil ich ihnen auch viel über Anna erzähle, weil ich dann natürlich auch viel mehr Zeit habe, weil ich ihnen Bilder zeige. Und viele Schüler sagen, das haben wir überhaupt nicht gewusst. Und es scheint mir immer noch in den Schulen möglicherweise ein Thema zu sein, was zu wenig behandelt wird. Und es ist einfach wichtig, weil es hat durchaus was mit heute zu tun. Und am Ende dieser schulischen Veranstaltung habe ich eigentlich ganz oft das Gefühl, nicht jeden zu erreichen natürlich, aber doch ganz viele. Und vielleicht eins noch zum Schluss. Das Lernen ist mir wichtig, dass man wirklich aus dieser Geschichte lernt. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass man Annas Andenken und damit auch das Andenken aller Opfer der Euthanasie ehrt, dass man diesen Menschen Gerechtigkeit ein Stück weit, und wenn es nur symbolisch ist, widerfahren lässt. Das ist ein Anliegen, was mich seit 2003 umtreibt. Sie sind da aktiv auf vielen Ebenen, das haben wir jetzt gesehen. Fritz Bauer hat damals gesagt, der Generalstaatsanwalt, sein Vertrauen in die junge Generation sei grenzenlos. Ich hoffe, ich zitiere das richtig. Ist das bei Ihnen auch so, auch wenn es immer Ausnahmen gibt? Ja, durchaus. Ich war Lehrerin in meinem Leben
vor der Pensionierung, und das ist schon eine Weile her. Und ich habe es immer gehasst, wenn Leute sagen, oh, diese Jugend von heute. Das stimmt einfach nicht. Es gibt natürlich immer solche und solche. Aber die Mehrzahl der jungen Leute, die ich in meinem Lehrerberuf kennengelernt habe und die ich auch in den letzten Jahren in den Schulen getroffen habe, ist bereit zuzuhören, ist bereit auch was zu tun. Und das macht mich sehr hoffnungsvoll. Vielen Dank, Frau Falkenstein, dass Sie uns Annas Geschichte erzählt haben. Meine Damen und Herren, Annas Spuren ist das Buch. Lesen Sie das. Man hört nicht wieder auf, bis man durch ist. Es ist ergreifend, es ist spannend, es ist informativ. Das war das Ende unserer Veranstaltung, die den Ausgangspunkt hatte, die Juristenkonferenz 1941 hier im Gebäude des Abgeordnetenhauses in Berlin. Wir haben versucht, den Bogen bis ins Hier und Jetzt zu spannen. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.